Die Rebellen haben im Laufe ihrer Geschichte zahlreiche Stützpunkte errichtet, wobei sie es nie riskierten, zu lange an einem Ort zu bleiben. Aber von allen ist der Rebellenstützpunkt auf dem Mond Yavin 4, der erstmals in Episode 4 Eine neue Hoffnung vorgestellt wurde, der bekannteste. Dieser Mond war der Ort, von dem der Angriff auf den ersten Todesstern gestartet wurde und zu einem großen Sieg für die Rebellion wurde. Aber was geschah mit Yavin 4 danach? Deutlich mehr, als ihr es wahrscheinlich vermutet. Aber alle Details erfahrt ihr jetzt hier im Video. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Als die Rebellen das nächste Mal in einem Film, also in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück, auftauchten, wurde ihre Basis auf dem Schneeplaneten Hoth neu errichtet. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn mit der Zerstörung des Todessterns hatte die Rebellenallianz in ein Wespennest gestochen und musste so schnell wie möglich von dort verschwinden. Doch während die Rebellion mit Yavin 4 fertig war, hatte die Galaxis noch einiges mit dem Planeten vor. Trotz der Zerstörung des Todessterns blieb kaum Zeit zum Feiern. Sobald Han und Luke ihre Medaillen erhalten hatten, machten sich die Rebellen an die Arbeit und evakuierten alle, die sie finden konnten, bevor die ganze Macht des Imperiums über sie hereinbrach. Dieser überstürzte Rückzug hatte zur Folge, dass nicht alles rechtzeitig abtransportiert werden konnte und Yavin 4 eine potenzielle Fundgrube für die Geheimnisse der Rebellen war. Als die meisten Rebellen den Stützpunkt verlassen hatten, begann ein Wettlauf zwischen dem Imperium und denjenigen, die mutig genug waren, zurückzubleiben, um streng geheime Informationen zu sichern. Der Mond wurde mit Sturmtruppen und imperialen Kampfläufern regelrecht überschwemmt, als eine weitere Schlacht auf der Oberfläche stattfand. Die größte Menge an Daten der Rebellen konnten jedoch erfolgreich geborgen oder zerstört werden, bevor das Imperium sie in die Finger bekam. Schließlich beruhigte sich das Kriegschaos und das Imperium hatte Zeit, den Mond in Ruhe zu erkunden. Die uralten Tempel wurden zu einem Ort des Interesses für Archäologen wie auch Dr. Aphra. In der Gegend wurden einige Überreste der Jedi gefunden, die tausende von Jahren zurückreichten. Diese Entdeckungen wurden jedoch durch die Rebellen, die auf der Suche nach weiteren verlorenen Daten waren, und Plünderern, die auf schnellen Profit aus waren, behindert, was häufig zu kleineren Scharmützeln auf der Planetenoberfläche führte. Diese Ereignisse auf Yavin 4 setzten sich bis zur Zerstörung des Imperiums fort. Der Mond gewann jedoch wieder an Bedeutung, als sich eine Gruppe von Siedlern dort niederließ, darunter auch die Familie von Poe Dameron. Bis zu seiner Einführung in Episode 7, Das Erwachen der Macht, sollte es noch eine ganze Weile dauern, aber Poes Eltern ließen sich auf dem Mond nieder, um sich vom Bürgerkrieg zu erholen. Und das war auch das letzte Mal, dass Yavin 4 im aktuellen Kanon erwähnt wurde. Trotz der enormen Größe der Star Wars Galaxis haben einige abgelegene Planeten immer noch eine große Bedeutung für die Geschichte und Yavin 4 ist einer davon. Der Ort ermöglichte es der Rebellion, dem Imperium einen massiven Schlag zu versetzen und allein das macht ihn zu einem der wichtigsten Planeten in der gesamten Galaxis. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wieso die Rebellion sich überhaupt dafür entschieden hatten, sich auf Yavin 4 niederzulassen, dann klickt ihr gleich links auf das entsprechende Video. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch das Video hier gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.